Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf unserem Kanal und willkommen zu HOE4 mit Italien. Wir spielen eine historische Multiplayer-Runde mit so grob 20 Spielern und ja, ich spiele eben wie erwähnt Italien. Das habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht gemacht. Das hat so ein paar Vorteile. Man hat am Anfang so ein bisschen Action mit dem Krieg in Äthiopien und man kann natürlich auch beim Spanischen Bürgerkrieg mitmachen. Das heißt, wir können ja unsere Armee ganz gut trainieren, dementsprechend gute Einheiten bauen. Allerdings haben wir halt auch den Nachteil, dass wir Italien sind und naja, mir wurde schon vorgeworfen, dass wenn ich Italien spiele, wird es wohl historischer, als das dem einen oder anderen lieb wäre. Aber dann schauen wir mal, wie ich mich schlagen werde. Ich habe viele Verbündete, wenn wir mal kurz in die Lobby reinschauen oder auch parallel hier einmal die Spieler uns anschauen. Dann sehen wir, wir haben zwei Deutsche, glaube ich, wir haben zwei Russen, soweit ich weiß. Wir haben sogar zwei Franzosen, wir haben Rumänen, eine Finnen. Ungarn, Neuseeland ist es, glaube ich. Ne, Australien, Entschuldigung. Brasilien haben wir sogar. Kanada, Südafrika, USA, British Indian und Gameboy als Moderator, der uns da begleiten würde. Bevor jetzt alle sich beschweren, gehe ich mal ganz kurz auf Start. Ganz langsam, aber sicher. Ich würde sagen, wir produzieren jetzt zu Beginn erstmal leichte Waffen. Gehen hier auf Krieg, äthiopische Kriegslogistik und machen hier kurz die Standardforschung durch. Wir haben keine wirklichen Mods installiert, wir haben nur State Transfer Tool, damit kann man eben, ja wie der Name schon sagt, Staaten hin und her transferieren. Das ist meistens sehr praktisch. Und wir haben eine Mod, die dafür sorgt, dass niemand hinterherleckt. Die ist auch sehr praktisch, die hat sich jetzt als sehr positiv, also die hat sich sehr positiv entwickelt. Also der Nutzen davon, es gab keine größeren Probleme. Und so. Sagen, da können wir vielleicht mal zwei Einheiten noch nehmen und darüber schicken. So. Und natürlich habe ich ansonsten einen Colored Button und in der Beschreibung findet ihr im Regelfall auch meine Grafikmod. Da weiß ich nämlich gerade nicht so genau, welche wir haben. So, bei wem handeln wir denn jetzt am besten ein? Hier am besten bei mir Japaner, so zu Beginn. So, und dann sollten wir noch ein paar Zivilfabriken bauen. Dann haben wir, glaube ich, den Standard dort jetzt erstmal durch. Wir haben als Italien chronisch ein Problem mit eigentlich allem. Und zu wenig Gummi. Da können wir uns mal kurz überlegen, wo wir den Gummi brauchen. Für die Motorisierten, die brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Und für die Luftnahunterstützung. Und beides Einheiten, die ich aktuell nicht brauche. Vielleicht in Zukunft dann wieder. Aber dann müssen wir jetzt nicht teuer irgendwelches Gummi einhandeln. Na jetzt, da fehlt uns dann. Ich will diese eine Zivilfabrik nicht handeln, wie ihr vielleicht merkt. Ich glaube, wenn ich jetzt Artillerie baue, dann wird es nicht besser mit den Ressourcen. Aber gut, das ist jetzt alles nicht so wichtig, aber ich bin ein großer Freund von Artillerie. Perfekt, das müssen wir nicht handeln, oder? Doch, müssen wir trotzdem. Dann bleiben wir lieber bei der Zusatzausrüstung, weil Artillerie ist aktuell noch ein bisschen zu teuer, werden wir aber dann gleich wählen. Ich weiß nicht. Ah, ich lege schon wieder zu viel Wert auf Wirtschaft. Das ist eine Katastrophe bei mir. So, dann ist natürlich klar, dass wir mehrere Kriegsschauplätze brauchen als Italien. Wir werden ja an mehreren Fronten kämpfen. Die da oben, die können wir jetzt erstmal ignorieren. Dann haben wir auf jeden Fall das Problem, dass ich keine Ahnung davon habe, wie man Flotte spielt. Dafür weiß ich inzwischen, so den Rest kenne ich inzwischen halbwegs. Aber die Flotte ziehe ich jetzt einfach mal zusammen. Da kümmern wir uns später drum. Die würde ich jetzt da noch hinzufügen. Dann kann man die nach hier unten schicken, damit wir da keine Verluste gegen Äthiopien erleiden. Und die Luftwaffe können wir alles, was unerfahren ist. Also alles, wir haben hier eh nirgendwo irgendwas. Ja, die haben alle keine Erfahrung, da können wir sie nämlich auflösen. Und da unten ein paar Flieger positionieren, dass die eben an Erfahrung rankommen. Weil es jetzt natürlich nicht so relevant ist. Wir können 600 haben. Nehmen wir an, die reichen und dann noch Kollegen da rein. Ja, wir brauchen auch nicht, sonst geht uns zu schnell das Öl aus. Noch reinpacken. So. Okay, haben wir noch Einheiten vergessen? Ja, hier gibt es noch welche. Die Einheiten werde ich übrigens später alle nutzen, um in Afrika zu kämpfen. Da plane ich mich tatsächlich in Afrika uns halbwegs zu verteidigen gegen die Alliierten. Deswegen werde ich viele billige Einheiten brauchen. Deswegen ausnahmsweise mal nicht so ein starker Fokus auf Artillerie, eher auf defensive Einheiten. Und mal gucken, vielleicht gehen wir ausnahmsweise mal auf ja, sowas wie Burgsjäger oder so. Oder motorisierte. Also Dinge, die ich noch nicht so oft gemacht habe.
Okay. Würde ich sagen, sind wahrscheinlich auch die meisten durch mit allem, was sie machen müssen. Wir können jetzt vielleicht noch ganz kurz die Einheiten hier, ich mag die nämlich nicht. Also ich meine, wir werden billige Einheiten bauen. Also so billig muss es dann auch wieder nicht sein. Also klassische 20er Frontbreite sollte schon passen. Und dann nehmen wir noch als Garnison, genau, wunderbar, unsere Meinungsverstärker. Ihr dürft wieder, ja genau, in den Kommentaren des Livestreams, der parallel stattfindet, wird schon darüber geredet, dass ich ja bestimmte Gebiete verlieren muss, wenn wir historisch spielen. Wir spielen natürlich nicht historisch im Sinne von, wir müssen jetzt exakt das machen, was historisch so passiert ist, sondern wir spielen historisch im Sinne von, die Nationen verhalten sich historisch, wechseln nicht zu irgendwelchen Seiten, die sie noch nicht hatten. Also, keine Ahnung, Deutschland wird jetzt nicht kommunistisch oder so. Und wir haben ein paar Regeln, die eben verhindern, dass zum Beispiel die USA zu früh eingreift und so weiter. Also wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, dass es halbwegs sauber abläuft. Aber prinzipiell sind die Spieler da recht frei in ihrem Machen und Tun. Ich glaube, irgendwie die Einheiten hier werden nicht rechtzeitig ankommen. Wir lassen die meinen. In Afrika. So. Und die Gebirgsjäger hier, die schicken wir auch wieder hoch. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Und dann ziehen wir jetzt einfach mal eine Backup-Line, dass die sich jetzt alle zusammenziehen. Dann läuft das. Wir werden natürlich auch Gebirgsjäger dann nach Spanien schicken, um die zu leveln. Das wäre cool, wenn wir gleich auf Frontbreite 40 die hochleveln könnten, dass wir da eben gescheite Einheiten haben. So ein bisschen Gebirgsjäger mit Artillerie wäre so meine Idee. Und für Afrika motorisierte. Außer jemand schreibt mir jetzt natürlich in die Kommentare, dass es eine ganz, ganz schlechte Idee ist. Dann lassen wir das natürlich. Aber gut, wir werden natürlich auch wie immer in meinen Projekten relativ zeitnah über Politik diskutieren. Das ist jetzt nun mal so, dass ich als Italien durchaus ein bisschen was zu tun habe. Hier gibt es eigentlich zwei Chats hier. Das ist ein bisschen verwirrend. So. Wir können nämlich prinzipiell schon auf 4 hochgehen, das ist nicht das Problem. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich... Ah, wir haben hier... Okay. Würde ich mal behaupten, wir haben hier zu viele Truppen. Wenn wir mal uns auf die Versorgung... Ne, wir haben genügend Versorgung eigentlich. Es ist wirklich nur, weil die da angreifen wegen die Verschleiß. Wirklich problematisch. Sache ist nämlich die, ich habe da Truppen runtergezogen, damit ich meine Verluste minimiere. Wenn ich hier schon nicht XP farmen darf, dann will ich wenigstens meine Verluste minimieren. Und es ist nun mal so... Also wenn der Gegner schneller ausschaltet und ihm mehr Schaden zufügt, dann kann er wiederum auch weniger Schaden bei ihm selber hinzufügen. Normalerweise, wenn man Italien richtig spielt, dann zögert man diesen Krieg hier ewig lang hinaus, weil zum einen werden die Einheiten hier stärker und wenn man mal bei ein bisschen erfahreneren Einheiten guckt, dann bekommen die hier zum Beispiel schon plus 25% Modifikation im Kampf. Und das kann halt sehr hoch werden und dann ist das sehr stark. Und die Armee-Erfahrung hier ist auch ziemlich stark, wenn man überlegt, wir kämpfen seit 11 Tagen und haben schon eine Army-Experience von 2. Wenn man irgendwie so einen Militärtheoretiker oder so reinpackt, der gibt 0,05 am Tag, glaube ich. Also, oder pro Stunde. Egal, er gibt auf jeden Fall recht wenig. Ja, gibt es bestimmt einen Theoretiker irgendwo. Genau, täglich 0,05 und wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit 2 gemacht. Also das ist natürlich eine absolute Goldgrube hier. Dürfen wir aber an der Stelle nicht ausnutzen. Und man muss ja auch noch an die Generäle denken, die eben hier momentan auch Punkte bekommen für Infanterieanführer, wenn die Infanterierate über 80% beträgt. Und dann bekommt man eben hier Infanterieexperte mit plus 10%. Für alle, die sich immer gewundert haben, was man damit meint, die Sachen. Right. So, wir haben irgendwo wohl Artillerie drin und da fehlt uns ein bisschen was. Wir sollten also vielleicht doch anfangen, Artillerie zu produzieren. Da wäre jetzt die Überlegung, ob wir gegebenenfalls... aufhören, leichte Panzer zu produzieren. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, leichte Panzer als Unterstützungseinheit zu verwenden. Da sind die nämlich ziemlich strong drin. Aber das lassen wir an der Stelle. Wir müssen keine produzieren. Wir haben sowieso nicht wirklich Panzereinheiten. Also wir haben hier Panzereinheiten und da könnte man meinen, boah, die sind ja schon Stufe 3 und voll gut und so. Und dann gucken wir mal rein, was da drin ist. Wir haben einen leichten Panzer. Die Division ist Trash. Also ich löse die meistens auf und wähle dann irgendeine Einheit, bei der ich die übrigen leichten Panzer, die wir jetzt zusätzlich haben, also die jetzt hier gleich reinkommen müssten, als Aufklärungseinheit mitgebe, weil das manchmal echt nochmal die Soft Attack oder so um 20% erhöht.
Aber gut. Also. Da gab es ein paar nette Kommentare. Schmach Fireman. Ahoi, ihr Landratten. Sehr schön. Heute extra 3. Ja, habe ich noch nicht angeguckt. Oder ich gucke es mal an, wenn es heute Abend kommt. Ich weiß gerade gar nicht, wann das kommt. Anfangen zu handeln lohnt sich selten. Du produzierst auch ohne Ressourcen kaum weniger. Ja, stimmt, du hast recht. Das macht ja nur einen prozentualen Teil. Und ich brauche lieber die Zivilfabrik. Das ist wichtig. Wir produzieren ja damit. Weil wir produzieren damit eh nur die Schiffe langsamer. Das macht gar keinen Sinn, das einzuhandeln. Da habt ihr recht. Boah, leichte Panzer oder wie man die nennen soll. Einfach nur für die Memes. Ja, die italienische Panzerdivision, sie ist, weiß nicht, ob ich sie einfach auflöse. Einfach nur, weil ich das nicht mit angucken kann. Ich habe auch auf unserem Discord, der in der Beschreibung verlinkt ist, als ich neulich mal Italien geübt habe, einfach nur einen Screenshot hiervon gemacht und gesagt, das ist doch ein schlechter Witz, oder? Ich meine, die haben einen Härtegrad, also einen Panzerungsgrad, und das Spiel mal wieder auf Deutsch zu spielen, ist durchaus merkwürdig, von 14. Die Division selber sagt, jo, wir haben nichts. Die haben eine Panzerung von 3,9. Ich glaube, die japanischen Gewehre durchdringen das. Aber ja, gut. Und die Kavallerieeinheit, ich würde sie ganz gerne Meinungsverstärker umbenennen, weil es einfach so ein bisschen der Running Gag ist. Aber wenn ihr natürlich wieder Vorschläge für Divisionen habt, also Namen, sowohl für die Templates als auch für die einzelnen Divisionen, die kann man ja auch benennen, machen wir ja auch ab und zu mal, da könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin dafür jeden Spaß zu haben im Regelfall. Ja, stimmt. Äthiopien als Puppet, das würde ich wahrscheinlich auch machen. Also wir nehmen natürlich, also wir gehen jetzt nicht hin und farmen hier Army Experience oder so. Wir rücken vor. Wir rücken auch relativ schnell vor. Aber wir werden jetzt natürlich nichts kesseln oder wir werden den Krieg schon normal führen. Wir müssen ihn nicht schneller zu Ende führen, als er normal enden wird. Klassisch Frontschwein. Also eigentlich marinetechnisch Kompetenzen für Deutschland. Ich habe sehr gute Spieler in meiner Fraktion und die werden mich da beraten. Italienischer Gaul. Panzerkampf fangen Aufklärungsunternehmen als Support. Ja, die kann man auch noch erforschen. Ich habe tatsächlich noch nie diesen Einheitentyp hier erforscht. Ich weiß nicht warum. Lohnt sich der? Hat den mal einer benutzt? Ich würde den ganz gerne benutzen, eben für den Kampf in Afrika. Oder den hier. Aber ich bin immer bei der mobilen geblieben, weil man da ja alles neu auswählen muss. Und ich war früher damit überfordert, wenn ich Division ändern muss. Ging bei mir irgendwie immer schief. Pasta-Panzer, oh mein Gott, das ist gut. Wunderbar. Darf der Finne euch verraten? Ich weiß es nicht. Dürfte vielleicht. Hallo Suchtschauer 100. Übrigens hallo an alle, die ich vergessen habe zu begrüßen. Hallo Stormy an der Stelle. Und Night Return. Durchbruch. Das muss ich erstmal schauen. Hier greifen wir nicht mehr an. Also gehen wir da jetzt gegen. Ich finde, Äthiopien hat ziemlich schnell einfach keine Stärke mehr. Ist wunderbar. Hallo, Claudius. Anti-Baguette-Infanterie. So könnten wir die Einheiten dann später nennen, wenn wir sie an die französische Grenze stellen. Aber ist eine gute Idee. Muss ich nur gucken, dass ich Baguette wieder richtig schreibe. Und dann bräuchte ich noch welche, die in Afrika stehen. Da sollten wir uns aber mit dem Rassismus ein bisschen zurückhalten. Sonst wird es wieder problematisch. Also mit Rassismus meine ich an der Stelle dem Nutzen von Klischees für Humor und Unterhaltung, was meiner Meinung nach kein Verbrechen ist, aber YouTube ist immer ein bisschen schwierig. Mehr Aufklärung. Das war ein anderes Spiel, aber Aufklärung ist schon heute tatsächlich auch eine unterschätzte Fähigkeit. So. Hallo. Der hat alles, was er braucht, schön kompakt und ist nicht so dumm aufgeblasen wie der andere. Gibt es irgendwelche wichtigen Infos, die ich wissen muss?
Du musst in Äthiopien gewinnen, ansonsten hast du ein Problem. Du musst Äthiopien machen, bevor wir mit dem Rheinland durch sind. Das heißt, jetzt. Ach so, okay. Ich habe jetzt, ich habe mich jetzt nicht, habe jetzt natürlich kein XP-Farming hier betrieben oder so, nein. Aber. Nein, nein. Also nicht XP-Farming, sondern. Ich habe Äthiopien am besten so schnell es geht. Okay, ja. 10 Tage noch. 8 Tage. 10 Tage noch, uff, ja, Moment. Ja, wirklich schnell. Attachen schicken darf man, oder? Ja, wüsste ich jetzt nicht, dass man sich hätte. Ich hab schon längst ihr Öl geschickt, aber geht ja nicht. Tja. Habe ich hier noch Einheiten, die ich. Ja, ich kann aber ein paar Einheiten abziehen. Dann geht's vielleicht mal ein Tick schneller. Ich will eigentlich meine. Ach nee, 12 Breite. Oh nee. Mann, muss ich wieder machen. Aber hey, ich hab zumindest. 4 Tage? Okay, warte, ihr könnt den Dinger ja ein paar Tage aufbewahren. Nein, also. Nicht mehr. Wenn man sie ausgewählt hat, kann man nicht mehr. Kann man nicht. Also. 3 Tage, das sieht schlecht aus. Ja, das wird nicht. Gut, dann soll halt Heiko sehr lange XP-Farming machen. Jetzt kannst du grinden, jetzt grind einfach. Okay, vielen Dank fürs Abonnieren, Sülle. Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid. Okay, warum hätte das vorher passieren müssen? Weil jetzt die World Station da ist. Tencent und der Brite macht gleich. Shadow. Oh, nee, warte, kann er nicht. Okay, passt. Kann er nicht? Kann er nicht. Ich weiß nicht warum. Aber Limited. Kann das vielleicht? Nee, auch nicht. Ah, nee, er braucht mehr denn 5%. Er braucht mehr als 5%. Das heißt, jetzt darf aber auch wirklich nichts passieren. Also keine World Tension, wenn ihr irgendwas seht, was. Das heißt, ich halte mich zurück, oder wie? Ja, ja. Also, du kannst jetzt grinden. Ja, ich grinde nicht, weil das ist verboten. Doch, doch. Aber nicht XP, sondern World Tension. Nee, ich rück einfach nur an breiter Front kontinuierlich langsam vor. Ja. Das ist auch gut. Denkt ja zwischendurch wieder zurückziehen. Möglichst viele Italiener tot zu haben. Weil das ist gut für deine Wirtschaft, weil so kannst du mehr Nahrungsmittel exportieren, keine Ahnung. Ich glaube, so funktioniert Wirtschaft. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das ist auch. War jetzt wieder Russe, die Bevölkerung hungert. Wir exportieren alles, was die Ukraine hergibt. Ey, Geld ist Geld. Könnte auf den Satz jetzt ungefähr einen 4-stündigen Monolog halten, aber ich lasse es lieber. Nee. Dafür ist es zu früh. Oder zu spät, je nachdem, wie man es sieht. Hatte heute, ich gebe ja Nachhilfeunterricht, ich habe heute eine Schülerin gehabt. Da hatten wir es ein bisschen über ihre Schule, weil sie ist auf einem sogenannten Pro-Gymnasium. Ein Pro-Gymnasium funktioniert wie folgt. Ich glaube, irgendwie bei Daniel ist das Internet abgestürzt. Ich warte jetzt mal noch kurz, bis die mir sagen, was Sache ist, weil er und sein Bruder sind gleichzeitig rausgeflogen, die am selben Internet hängen, das ist lustig. Haben die gespielt. Ja, besagte Schülerin ist auf einem Progymnasium. Ein Progymnasium funktioniert wie folgt. Das ist quasi ein Gymnasium bis zur 10. Klasse und ist einzig und allein darauf ausgelegt, dass du nach zum Beispiel auf ein berufliches Gymnasium gehst, Wirtschaftsgymnasium, sie geht auf sozialwissenschaftliches Gymnasium. Und die hat, habe ich sie halt gefragt, wie es da so ist, und dann hat sie mir einfach so nach 5-minütigen Erzählen und auf ihrem Handy einen Timer gezeigt, der einfach auf ihrer Hauptding ist, wo drauf steht in Stunden und Tagen, wie lange sie noch auf dieser Schule sein muss. Also die hatte gar keinen Bock. Das war schön. So, jetzt frage ich mal kurz Daniel, was das ist. Welche Länder haben denn hier Daniel und sein Bruder Brasilien gemacht? Gut, dass ich Daniels Handynummer habe. Die haben sich doch safe abgespielt. Die haben gequittet, weil ihnen irgendwas nicht gepasst hat oder so. Mhm. Wahrscheinlich Brasilien. Spiel ist abgespielt, Neustart. Falscher Fokus ausgewählt. Oder ist doch keine Ahnung. Sollen wir den 1-2 schon mal nach Australien schicken? Ich glaube, ja, können wir machen. Aber, ja. Und dann wissen die, dass wir das da haben. Ja. Achso, meinst du, er wird gefangen? Ja, aber die wissen halt, dass die dann aufbauen müssen und so. Ja, dann warten wir noch, dass wir einen zweiten haben. Ja. Und bis der halt auch, wann hat man Mitte 38 Uhr früher, ne? Muss mal schauen, CAC Boomerang. Ja, aber wann man den Research hat. So. Ja. Also ich will es halt auch gar nicht so weit vorlaufen lassen, wenn die UK. Ich würde sagen. Oh nee, im ersten Jahr wird es fertig. Problem ist, Daniel hat sein Steam immer auf Offline, deswegen weiß ich immer nicht, wie wo was. Wird mal auf 2 runtergehen. Wenn du Öl brauchst, ne?
Ja, prinzipiell schon. Importier das mal bei Rumänien, weil der Rumäne importiert bei dir Stahl und das wird sich dann schön ausreichen. Ja, das klingt doch nach einem Deal. Aber ich könnte auch kein Öl vom Rumänen importieren, dann würde ich die Fabriken for free bekommen. Nein. Dann importiere ich jetzt Stahl aus England. Was? Warum aus England? Ja, weil ich mit König Michael einfach den Alliierten beitrete. Ja, aber Firma, welches Land spielst du? Moment. Ich spiele Rumänien und ich möchte den Focus-Stream maximal auskosten. Ich habe für den Focus-Stream bezahlt, deswegen möchte ich den jetzt auch haben. Naja, das DLC wurde mir ja geschenkt. Ich bin so froh, dass ich mir für heute bis jetzt nur die Kosten von einem einzigen DLC ausgeben musste. Den Rest habe ich mir zusammengeschnurrt. Das ist immer diese Leute, die sich mit DLCs zusammenschnurren. Echt nicht wert, bin ich ehrlich, obwohl ich da sehr viele Spielstunden habe. Also ich habe ja immer so die Devise, eine Stunde Spaß, 1 Euro und dann hätte ich in Heu, glaube ich, schon. Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese 590 Stunden wirklich immer nur Spaß hatte. Ich erinnere an manche Livestreams von mir. Das hört sich sehr nach EA Jedi Fallen Order an oder generell EA. Noch nie war ich von einem Spiel so gemischt, was meine Gefühle angeht. Jedi Fallen Order, geiles Game, aber unglaublich teuer für sehr wenig Spielzeit. Ja, als nächstes Goblets. Ja, Goblets und dann Walk. Ein gutes Spiel wird nicht daran gemessen, wie viel Spielzeit du dran hast. Genau das ist nämlich ein Problem, wenn du damit anfängst, Spiele zu entwickeln. Ja, das Spiel ist ja geil, nur es ist zu teuer für das, wie wenig Spielzeit es hat. Und das ist mein Punkt. Wenn du Spielzeit durch den Preis rechnest, kann man prinzipiell machen. Wenn du aber ein geiles Spiel hast, sollte man das nicht machen. Beispiel wäre Cyberpunk. Da hast du nach 10, 15 Stunden die Story durch. Die Story ist aber so fucking gut. Achso, ich dachte, man braucht für Cyberpunk 80, Scheiße, 90 weil, Stunden. Was? Nein, die Hauptstory kriegst du easy durch. Ja, wieso sagt mir das keiner? Dann kann ich das Spiel doch mal noch spielen. Und wenn ich mir dann hier angucke, Witcher 3, geiles Spiel, und kostet doppelt so viel wie kostete bei Release so viel wie Jedi Fallen Order bei Release. Was laber ich eigentlich? Nur auf Witcher 3 kommst du halt ohne Probleme auf 100 Spielstunden, ohne DLCs bei Jedi Fallen Order bist du ja halt bei 30 Stunden durch. Wenn kurz, es gab eine sehr wichtige Frage, die ich an der Stelle mal erwähnen möchte. Game Boy hat sein alles Titel erhalten. Deswegen heißt der im Discord auch Lord Playboy der nudelig Gütige. Also das Lord primär, das andere so hieß er davor schon. Der möchte auch so angesprochen werden von allen. Hat er schon angekündigt. Warte, hast du irgendwie schottischen Ding oder so gekauft? Ja. Oh Mann. Das Ding ist, wenn damit unterstützt man Umweltprojekte, okay? Also ist das in Ordnung. Ja. Wenn man damit anfängt, wirklich zu sagen, dieser Wert ist der ausschlaggebendste, dann sind so Spiele wie Destiny, was kostenlos ist, wo du dann halt meinetwegen 100 Stunden drin spielst, was aber einfach nur auf Grinden ausgelegt ist, laut dieser Wertung besser halt als ein Witcher, als ein Cyberpunk, als ein was weiß ich nicht. Hättest du mir vollkommen zugehört, weil ich habe gesagt, das ist ein Wert, war aber nicht der Wert. Übrigens, es ist sehr interessant, es gibt tatsächlich Ansätze, weil man sagt ja in der BWL immer so Grenzerlös gleich Grenzkosten, bla bla bla. Und die Grenzkosten, also die zusätzlichen Kosten, die entstehen, wenn man ein neues Stück produziert, sind im Internet ja nahe null. Also, es entstehen ja zum Beispiel, wenn jemand einen Produkt-Key ausgibt, de facto keine messbaren Kosten zusätzlich. Weswegen es quasi optimal wäre, ab einem gewissen Punkt alles nahe umsonst zu verkaufen. Und das ist ein sehr interessantes Problem, mit dem sich die Wirtschaft momentan auseinandersetzt. Was machen wir mit dem UK-Problem? Wir haben gerade keinen UK. Ja, ich habe zum Glück seine WhatsApp-Nummer und er hat gesagt, ich soll die KI ausschalten. Sein Internet tut gerade nicht, aber das kommt wieder und dann joint er wieder. Wir spielen so lange auf 2, das wäre so der Deal. Ach, ich habe mich schon gefragt. Ach, hallo Fischer. Lord Gameboy, wo besitzen Sie Ihr Land? Ich glaube, das steht sogar drauf. Er kann sogar genau gucken, wo. Ich kann mir wirklich auf deren Seite gehen, sagen, hier, das ist mein hier Code eingeben, das ist mein Grundstück, dann kann ich mir eine Google Maps Anleitung geben lassen, wie ich da hinkomme. Richtig geil ist, oder? ich habe diesen schottischen Adelstitel ja gekauft, dann lag der bei mir zu Hause rum und dann kam mein Vater so: Heiko, was ist das, was da rumliegt? Ich so, ja, schottischer Adelstitel. Er so, wie blöd ist das denn so auf die Art? Dann habe ich ihm das so erklärt und dass man sich jetzt da in Schottland theoretisch Lord nennen kann und auch mit den Umweltprojekten und bla bla bla. Und mein Vater auf einmal so: Oh, hätte ich jetzt nicht. Okay, er hat es anders gesagt, aber wenn ich das genau so sage, versteht mich wieder keiner. Aber er hat sinngemäß gesagt: So, ja, hätte ich das letzte Woche gewusst, dann hätte ich sowas zum Geburtstag haben wollen. Und war auf einmal voll begeistert.
Oh ja. Mein Vater ist eh so ein bisschen Öko eingestellt, muss man an der Stelle mal erwähnen. Wir haben sogar so richtig teuren Ökostrom, der irgendwie nur aus, also natürlich ist es nur Zertifikatehandel, aber wir haben so lokalen Ökostrom. Das ist so das teuerste Paket, das es gibt. Und dann hat er sowas wie mich großgezogen. Nein. Und dann Zertifikatehandel. Wow. Nein, halt, stopp. Es geht nicht um Zertifikatehandel, sondern ich wollte nur direkt vorbeugen, wenn ich mich jetzt sage, wir haben hier Strom, der nur aus unsere Region kommt und nur aus ökologischem Strom, dann kommt der Erstbeste, der sagt, nee, du kannst doch gar nicht kontrollieren, ob das nicht doch Atomstrom aus Frankreich ist. Und den wollte ich eben vorbeugen, nämlich sage, ich weiß, dass es alles nur Zertifikate sind, die da gehandelt werden, aber du, das Geld landet am Ende vom Tag bei dem, wo du es auch bezahlst, deswegen das durchaus wieder passt. Der Britze ist anwesend. Perfekt. Es schaut schon aus, ich habe es extra eingeschalten dieses Mal. Moment. Es ist natürlich, nee, es ist an. Ja. Oh, Tim, vielen Dank für die 2 Euro. Das war nur nicht zu sehr leiden. Ich gebe mein Bestes. Bin ich da schon bestochen um meine Mitspieler? Gegenspieler nicht zu. Wieder zu machen. Jetzt sollte eigentlich eine Anfrage kommen. Mhm. Kommt irgendwie keine? Okay. Also der Haken Fortschritt ist auf jeden Fall drin. Fällt einfach mal raus und wieder rein. Ja, ich also raus, anwenden und dann wieder reinpacken. Stein, ich weiß immer nicht, welcher dein Account der richtige ist. Und danke fürs Followen an alle, die sich nicht gefollowt haben. Wegen einer Deutschpräsentation mit dem Thema Elektroauto beschäftigen. Und ich muss sagen, Elektroautos sind viel besser, als ich früher dachte. Da sind so viele. Bist du mal mit einem Elektroauto gefahren? Vor allem eins, das mehr als 10 PS hat. Alter, die Dinger sind geil. Das ist abgesehen davon. Mein Vater war auch. Was hat der Tesla? Ich glaube, 3,6 wurde getestet von 0 auf 100. Ja, ich hab eine Snapchat-Aufnahme von mir, ein Freund von mir. Das war mitten in der Pandemie. So, wir waren voll deprimiert. Alles scheiße, man kann nichts machen. Man sitzt quasi auf seinem Geld und wird's nicht los. Also er. Ich bin bettelarm, wenn jemand fragt. Er wird das Geld halt nicht los und hat irgendwelche Aktien verkauft, weil wir haben halt alle haben natürlich im März letzten Jahres Aktien gekauft und die haben sich nahezu alle sehr positiv entwickelt und die hat halt abgestoßen, hat er ziemlich viel Geld übrig und dann war er so, ach scheiß drauf, vermietet sich jetzt für ein Wochenende den Tesla, was natürlich arschteuer ist, wenn du so jung bist. Daniel, du kannst schon perfekt. Aber auf jeden Fall sind wir dann damit in der Gegend rumgefahren und der war halt auch von 0 auf 100 in so realistisch betrachtet 4 Sekunden oder so und es war halt so geil. Wir hatten so Spaß. Beim Tesla wirst du tatsächlich mehr in die Sitze gedrückt als die Fallbeschleunigung der Erde. Also du hast, glaube ich, 1G bei einem modernen Tesla, der in 3,0 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Das heißt, rein theoretisch kannst du ein Handy an den Sitz machen und es klebt dann einfach am Sitz, während du beschleunigst. Ja, das glaube ich, weil ich habe auch mal in Stuttgart mir so eine B-Klasse, also Mercedes Elektro gemietet. Und das war relativ geil, weil meine Schwester saß neben mir und die hatte so ihr Handy in der Hand. Und ich habe noch so gesagt, so jetzt haltet euch fest, gell, ich Elektromotor und ich gebe jetzt Gas. Und sie so, ja. Und ich drück ins Gas und ihr fliegt einfach komplett das Handy in die Fresse. Das war so geil. Oh Mann. Das war ein schöner Moment. Ja, eigentlich ist Elektroauto wirklich in jeder Hinsicht besser als ein Benziner. Ja, ich glaube, es gibt ein paar Nachteile, die du hast, beziehungsweise zum Benziner. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Es gab noch so ein, zwei Nachteile, aber die werden immer weniger. Also klar, ja. Du hast aktuell höhere Anschaffungskosten, die sich je nach Auto inzwischen allerdings durchaus ab einem gewissen Verbrauch rechnen können und so weiter, aber ja. Der größte Kritikpunkt aktuell sind halt die Menschenrechte. Beziehungsweise wo halt das Kobalt, was ja glaube ich gefördert wird. Aber da ist Tesla lustigerweise auch mittlerweile auf dem Weg, ein Ersatzprodukt zu finden. Also. Ja, und es ist... Die haben 4 verschiedene Golf, also einmal Diesel, einmal Benzin, einmal Hybrid und einmal Strom verglichen und... Meinst du den ADAC-Bericht oder welchen? Hm? Weil ich habe mal einen gelesen, haben die es auch getestet und haben die ausgerechnet, irgendwie so ab 64.000 Kilometer so hat sich's gerechnet oder so. Warte. Hier habe ich's. Danke fürs Followen, Bone Shark. Ich schick's einfach in politische Diskussion. Das ist eine Studie von... der International Council of Clean Transportation, also ist nicht
total. Weil ich war damals begeistert, weil es tatsächlich vom ADAC kam und ich den ADAC immer eher so Pro-Verbrenner eingestuft hatte. Und wenn selbst die sagen, jo, ist eigentlich schon ziemlich geil, dann glaube ich denen das halt, weil wenn es nicht so wäre, würden sie es nicht behaupten. Schau mal, warte, wo war's? Also ich habe schon gesagt, wenn ich mir jemals ein Auto kaufe, was unwahrscheinlich ist, weil ich bin großer Freund der Shared Economy-Idee, deswegen würde ich mir wahrscheinlich auf das Eigentum eines Autos würde ich verzichten. Kommunist. Das ist Shared Economy und Kommunismus ist definitiv nicht dasselbe. Dann wäre es aber auf jeden Fall ein Elektroauto. Weil ich brauche eigentlich auch nur so ein E-Smart oder so. Weil wenn ich das eine Mal im Jahr, wo ich in Urlaub fahre, wo ich dann ein größeres Auto brauche, dann kann ich mir auch eins mieten aus der Differenz, die ich spare, dadurch, dass ich das ganze Jahr über ein kleineres Auto fahre. Ja. Und keine Anschaffungskosten hast und keine Wartungskosten hast. Die Kosten, wenn du 4 Jahre Elektroauto fährst im Vergleich zu Diesel sind, lass mich schauen, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Das ist übrigens auf Seite 36, was ich meinte, sind Finnland. 80.000 weniger. Kannst du mal deine Handelsbeziehungen mit Aluminium zu Frankreich stoppen und von mir kaufen? Ja. Gut, ich bin mal ganz. Du bist? Golf ist nach 4 Jahren Ungarn. 1000 Euro teurer. Und der Benz. Alter, ich fass es nicht. Golf 2,5. Ist doch der übelst gebabstep vom Film. Teurer. Also nach 4 Jahren ist ein Elektroauto billiger, aber das ist halt vor allem, weil wir gerade eben. Also ich weiß, wem ich jetzt immer nicht unterstützen werde. Es ist ja jetzt nur eine Zivilfahrt. Ich war ganz kurz gemutet. So. Ich muss immer mal wieder raus, auch wenn die Diskussionen ganz nett sind. Das ist übrigens sehr lustig, weil Banzai, also Julian und Firima sind sehr, sehr links eingestellt und wir sind uns ganz selten bei Themen einig, deswegen könnte es durchaus ein lustiges Projekt werden. Aber ja, der Part ist zumindest zu Ende, der Livestream geht natürlich weiter. Wir sind immer noch dabei, gegen Äthiopien zu kämpfen und haben natürlich nicht darauf, wir haben es nicht darauf angesetzt, aber wir haben ein bisschen Army Experience gesammelt und unser General hier, ja, hat auch schon den einen oder anderen Bonus und hier haben wir auch schon mehr als genügend Punkte gesammelt. Das sieht also in der Hinsicht gut aus. Dann war der erste Part, denke ich, war sehr erfolgreich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.